Jetzt ist die Bombe also endlich geplatzt. Thomas Schaaf trennt sich von Eintracht Frankfurt. Die Medien haben es ja schon seit einiger Zeit brodeln gehört im Inneren des Fußballclubs. Doch bis zuletzt wollte es niemand bestätigen. Im Gegenteil, von Seiten der Mannschaft und der Vereinsführung wurde ein Weggang von Schaaf wild dementiert. Bis zum 26. Mai 2015. Verein und Trainer einigten sich darauf, den ursprünglich noch bis 2016 laufenden Vertrag wieder aufzulösen. Thomas Schaaf verlässt den Verein auf seinen eigenen Wunsch hin. Wir bedauern dies sehr. Ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass er unseren Willen, diese Zusammenarbeit fortzusetzen, die wir auf guten sportlichen Bahnen sahen, dass seine Enttäuschung, seine Ablehnung oder seine Motive nicht zu ändern waren. Schon bevor klar war, dass Schaaf das Handtuch tatsächlich wirft, wurde spekuliert, dass es in Frankfurt bald einen Trainerwechsel geben wird. Leverkusens Nachwuchskoordinator Sascha Lewandowski soll bereits mit der Eintracht im Gespräch sein. Festzustellen bleibt, und das bitte ich zu respektieren, dass es keinerlei Kontakte bis zum heutigen Tage zu irgendeinem Trainer gegeben hat. Und die Spekulationen, das ist ein normaler Vorgang im Geschäft, die jetzt ab heute einsetzen, dagegen können wir uns nicht wehren, werden wir uns nicht wehren. Jeder wird sein Gedankengut uns zur Seite stellen in den kommenden Tagen. Aber wir glauben, dass wir gut vorbereitet diese Entscheidung treffen müssen. Und wir glauben, dass wir dann auch auf der zeitlichen Schiene dieser Erwartungshaltung gewachsen sind. Über die tatsächlichen Beweggründe des Trainers, den Verein zu verlassen, schweigt Bruchhagen. Beziehungsweise sucht verzweifelt nach Argumenten. Was am Ende, welches Motiv den Ausschlag gegeben hat, mit welchem Schwerpunkt, das kann ich auch nicht ermessen. Denn auch mir gegenüber war Herr Schaaf jetzt, sagen wir mal, er hat sich mir nicht täglich mitgeteilt mit all seinen Empfindungen und mit all dem, was ihn bewegt. Als ihm die Fragen der Journalisten zu bunt wurden, beendete er die Pressekonferenz. Ich glaube, dass ich jetzt ausreichend Antwort gegeben habe. Weiteres Nachfragen würde bedeuten, dass wir uns nur im Kreis drehen, Herr. Ja, okay. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Damit geht die Ära Thomas Schaaf nach nur einem Jahr zu Ende.